und herzlich willkommen zurück zu Metroid Fusion mit Chibi Let's Play. Und wir stehen vor dem nächsten Bosskampf. Zumindest war vor dieser Schleuse ein großes Auge. Und ja, ich vermute mal, da wird die Mutterwurzel dieser Ranken sein. Schauen wir mal. Aha, ich hatte recht. Uah! Und ich falle erstmal in die fleischfressende Blüte hier hinein. Okay, warte mal. Ich positioniere mich mal vielleicht hier. Und das da muss die Wurzel sein. Ich glaube, ich hatte recht. Okay. Okay. Sie verändert ihre Farbe ganz langsam. Sie welkt. Sehr gut. Sie verrottet. Meine Güte, ist das hier durchwachsen. Ist ja fast so wie bei mir im Garten, ey. So. Oh, jetzt kommen die Pollen aus den Blüten hier raus. Okay. Läuft, ne? Oh, neuer Trick. Wow, das war zu früh. Ah, es war zu früh. Eigentlich gucke ich gerade echt nur noch auf die Wurzel. Nicht mehr auf Samus. Okay. Kriegen wir jetzt einen Beam von dir? Anscheinend. Sieht ja so aus. Bisschen Angst habe ich ja doch, nochmal hier drauf zu gehen. Komm schon. Da kann doch nicht mehr viel fehlen. Jawohl. Jawohl, gib her. Plasma Beam einsatzbereit. Jawohl. Sehr gut. Beam durchdringt nun Gegner. Cool. Sehr, sehr cool. Da oben noch was? Nee, ne? Ich komme gar nicht hin. Okay, dann soll egal. Ja, schön. Oh, und wie das durchdringt. Das ist cool. So, einmal kurz Powerbombe einsetzen. Mal gucken, ob da noch was ist. Irgendwas Verstecktes. Eine Abzweigung. Aber nein. Anscheinend nicht mehr. Gut. Wo sind wir hier eigentlich? Ach so, ja genau. Hier ist einfach nur Schutt weg und auch die Wurzeln. Deswegen sieht es jetzt ein kleines bisschen anders aus. Gut, wir haben Fortschritt. Das heißt, ich speichere. Muss ja auch mal wieder sein. So. Wieso fehlt denn da ein Stück Ecke von der Karte? Wo ist denn das jetzt nochmal? Hier haben wir uns damals hochgeschlängelt, ne? Ah, da. Ah. Weißt du, manchmal muss man echt nochmal genau hinsehen. Das war jetzt wesentlich einfacher als der letzte, die letzte Powerbombenkapazität, die wir gesehen haben. Na komm. Hep, 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 hep. Genau, hier kamen wir ja letztes Mal, glaube ich, gar nicht mal hoch. Aber jetzt ist es ja kein Problem mehr. So, was haben wir denn hier Schönes? Laut Minimap eigentlich gar nichts. Aber man weiß ja nie, ne? Hihihihi. Okay, dann kullern wir hier jetzt hin. Okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind eigentlich wieder im richtigen Sektor 2.
Dann gehe ich mal zu dem einen Ort, wo mich letztens die Biene gestochen hat, wo ich ja eigentlich hin wollte. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist gut. Hihihihi. Hier einmal durch, da einmal durch. Na, traust du nicht, hä? So. So, jetzt gucken wir hier mal. Ist das euer Ernst? Haben wir jetzt wieder denselben Schmuh? Von wegen, vereise erstmal die Turtles? Ja, haben wir. Ich würde sie eher in die Luft sprengen, als zu vereisen. Aber da komme ich mit dem, mit dem Dings eigentlich am besten hin. So. Oh, wo falle ich jetzt runter? Wo bin ich? Powerbombenkapazität? Ja, cool. Okay, das hat sich jetzt doch gelohnt. War aber auch weniger anstrengend als das, was letztens war. Ja, cool. Ich glaube, da unten ist noch ein kleines Stückchen, was wir noch nicht ganz erforscht haben. Das jetzt hier? Ja. Da fehlt wieder so ein Stückchen Wand in der Markierung. Deswegen schaue ich da nochmal. Das ist unten. Ach so, ich kann ja... Ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht wirklich gut schwimmen. Okay. Eppa. Das muss man aber schon ein bisschen geübt haben. Trotzdem danke. Müssen wir auch wieder da hochkommen, ne? Das ist das andere Problem. So. Aber anscheinend hat man ja an alles gedacht. Gut. Ja, schön. Ja, an sich sehe ich jetzt keine weiteren Ecken, die jetzt eventuell noch eine Abzweigung machen könnten. Ja, dann können wir jetzt wieder nach oben, ne? Schlage ich jetzt einfach mal vor. Oder nicht? Ist mir doch egal. Du bist mir so egal, mein Freund. Eppa. Dü-dü-dü. Das mich erschreckt. Epp. Und hier waren wir schon drin, ne? Genau, da war ja, glaube ich... wie heißt es? Mr. Container? Ein weiterer von extrem vielen, die wir eigentlich schon eingesammelt haben, finde ich. So, ja, nach oben, oben, oben und dann nach links, ne? Ja, ist ja gut. Meine Güte, ey. Naja, halt die Schnüss. Ach so, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss eigentlich nach links und dann nach oben. Gut. So. Und dann haben wir auch endlich mal wieder einen Regenerationsraum. Ah, endlich. 170 Schuss habe ich. Wow. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ich speichere lieber nochmal. So. Yo, Adam. Unkraut ist weg. Sie haben also den Plasma-Beam zurückerhalten. Das ist überraschend. Dennoch sollten Sie das SRX meiden.
es könnte ihnen immer noch überlegen sein. Nach wie vor fehlen ihnen einige Fähigkeiten, von denen ihr Überleben abhängt. Warten Sie, eine Sekunde. Weitere Probleme, Moment. Ich habe die Ursache isoliert. Es gab eine Explosion im Ark-Datenraum. Samus, begeben Sie sich zum Sektor 5. Schon wieder? Okay, da sind immer noch ein paar Räume, aber... Die Zerstörung muss enorm sein. Finden Sie heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ja, wer wohl? SAX natürlich. Es sei denn, es wurde jetzt noch eine weitere Spezies aus einem Reagenzglas zufälligerweise befreit. So, ach so, 5. So. Noch ein weiterer Datenraum. Wir müssten eigentlich auch langsam mal das Sicherheitsterminal für die roten Schleusen finden, oder? Oder kommt das irgendwann automatisch? Warte mal, haben wir es? Nee, ich frag nochmal Adam. Wo muss ich hin? Sag an. Ach so, Datenraum, ne? Einfach der ganz normale Datenraum. Ich glaube, der einzig intakte noch, ne? So war das. Wie kommen wir jetzt ein bisschen dahin? Runter, ne? So. So, die sind auch zerstörbar inzwischen. Sehr gut. Ach ja, hier muss ich ja speeden. Aber es gab noch einen anderen Weg da oben, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, kann auch wieder falsch sein. Weil ich... ja doch ein bisschen vergesslich bin, muss ich ja doch gestehen. Aber ich glaube, ich bin ja richtig. Nur mit dem Unterschied, dass wir sonst in die andere Richtung rollen. Ups. Ich hätte gar nicht nach unten gemusst. Mein Fehler. Passiert ja mal, ne? Na ruhig. Ey. Na gut. Achso, da kommen wir ja auch nicht. Wie kommen wir jetzt da hin? Da oben war ja alles kaputt. Ne? Ich meine ja. Es ist alles kaputt. Da komme ich. Nee, ich komme da ja auch nicht hin. Hä? Ah, okay. Von da, von wo wir letztes Mal kamen. Da bin ich eigentlich wieder komplett falsch. Aber das müsste eigentlich auch rückwärts gehen. Wo wir letztens rausgerollt kamen. Hoffe ich zumindest. Da oben. Ah, nee, wie komme ich denn da hin? Ey, geh mal weg. Nein. Screw Attack. Und Speed? Was? Was? Speed? Und ja immer wieder. Aber okay, dann werde ich halt speeden.
nicht unbedingt Wald. Ich habe gedacht, das andere würde eleganter laufen, aber nein. Aber jetzt sind wir wieder hier. Es muss irgendwo, noch einen versteckten Weg geben. Hier vielleicht. Das ist nur ein Messerraum. Nee, von wegen nur ein Missile-Raum. Oh, Mann, ey. Ihr macht mich manchmal echt fertig. Oh, das ist groß. Ist aber ein Rückweg. Na also. Okay. Es ist sehr warm hier. Die Luft kann man schneiden. Wah, nein! Okay. Wow, es geht immer tiefer. Ich habe nur gehofft, ich könnte mich von da irgendwie... Ja, egal. Vergesst, was ich denken wollte. Ah, ein Glück. So, das hat schon mal funktioniert. Den Tank hole ich mir jetzt hier noch. Den Missile. Ja, aber... Es geht hier anscheinend doch nicht wirklich weiter. Es ist nur ein Raum mit Lava. In der ich natürlich wieder reingefallen bin. Unabsichtlich. Okay, ein Energietank, ja. Oh, wir haben sogar die zweite Reihe jetzt erreicht. Schön. Das ist jetzt doch alles? Nee, ne? Das kann jetzt nicht richtig sein. Ich habe gedacht, wir könnten von da uns nach oben durchboxen, aber... Komme ich in den Safe Room irgendwie rein? Ups. Hier war auch nichts. Hatte ich ja erst gedacht, dass da vielleicht einfach ein kleines Kämmerchen reingeht, aber nein. Ich verfehle inzwischen jeden Gegner. Hast du aber auch doof positioniert da. Ja, toll. Die Tür kann ich nicht verwenden. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist doch wieder doof. Das ist doch wieder doof. Die Tür hier rechts kann ich ja auch nicht wieder verwenden. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Ich habe keine Ahnung. Okay, wisst ihr was? Ich gehe wieder zurück zum Speicherraum, weil ich jetzt leider keine Zeit mehr habe, um mich hier weiter darum zu kümmern, leider. Aber hey, wir haben einen weiteren Energietank und Missiles und hier und da. Ich meine, wir können ja doch irgendwie voran. Kommt mir so vor, aber nicht gut genug. Hier waren Screw-Attacks, ne? Ja.
Das gehört hier komplett durch. Und das bieten. Sonst geht's euch gut, ne? Wenn ich vielleicht ein Mittel hätte, mit dem er den Anlauf vom Speedbooster verkürzen kann. Oder halt nur auf Knopfdruck. Das wäre mal cool. Aber naja. Mir wird bestimmt irgendwas einfallen. Ich meine, ich gucke mir das beim Schnitt nochmal an und vielleicht fällt es mir dann ein. Ich sag dann einfach mal, danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.